Rudiment Hops. Diese Jumps sind ein Tool, das dein Training mit Plyos effektiver macht und das dafür sorgt, dass du aus Übungen wie Hurdle Jumps tatsächlich den Nutzen ziehst, den du dir erhoffst. Rudiment Hops stammen von Altis und werden dort als Low Amplitude Jumps vielfältig eingesetzt. Und bei diesen Jumps geht es primär um zwei Dinge. Strukturelle Vorbereitung deiner Füße, Knie und alles, was für Jumps wichtig ist. Lernen und Verbessern der richtigen Mechanismen für elastisches Arbeiten. Und der letzte Punkt mag etwas verwunderlich sein, da man ja eigentlich davon ausgeht, dass Sprinten oder den Fuß richtig aufsetzen nicht so schwierig sein kann. Aber es gibt einige Dinge, die man beachten muss und vieles, was natürlich besser werden kann. Was sind also die wichtigsten Punkte bei Rudiment Hops, auf die man achten sollte? Bei diesen Jumps geht es nicht um Höhe. Rudiment Hops sollten relativ entspannt ausgeführt werden und besonders in Gesicht, Schultergürtel und Armen entspannt sein. Arbeite mit der Vorstellung, mühelos zu bouncen. Man darf auch hier Stiffness nicht mit Steifsein verwechseln. Wenn du verkrampft bist, hast du keine Möglichkeit, deine Elastizität in Sehnen und Muskeln zu nutzen. Und genau das ist aber, was wir wollen. Achte darauf, dass du Vorspannung im Fuß, Knie, Hüfte und Rumpf kreierst und aktiv in den Bodenkontakt gehst. Achte auch auf eine aufrechte Körperposition. Der Fußkontakt findet hier mit dem ganzen Fuß statt. Dein Ballen oder Vorfuß wird den Hauptteil der Belastung aufnehmen und den Schwerpunkt tragen. Versuch dich nicht aktiv aus dem Fuß nach oben zu drücken, sondern elastisch zu bouncen. Der Fuß kippt dann von selbst nach. Zu Beginn setzt man Rudiment Hops am besten als Trainingsmaßnahme ein und bereitet damit intensivere Jumps vor. Wenn man sich dann an den Reiz angepasst hat und besser darin wird, dann kann man die Serie ins Warm-up integrieren. Auch bei Return-to-Play-Phasen ist es ein sehr gutes Tool, um kurze Kontakte von Sprints und Sprüngen vorzubereiten und das Ganze langsam aufzubauen. Lass uns ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr von diesen Inhalten willst. Ich freue mich, wenn dir Rudiment Hops in deinem Training bald helfen, besser und explosiver zu werden.